this could be us. So back to what I was saying. This could be us. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge in Angry Birds 2. Die Anmeldung läuft gerade leider noch, aber gleich kann es schon direkt losgehen mit der heutigen Folge, denn wir zocken heute weiter. Wir müssen hier unseren Vogel anscheinend füttern, sonst ist der ziemlich traurig, wie das ausschaut. Und ist der gefühlt am Verhungern? Habe ich dem vergessen, Äpfel zu geben? Ja, habe ich, bin ich ehrlich. Wir bekommen wieder ein paar Federn, okay, und dann können wir wieder jemanden verbessern. Ich würde sagen, wir gehen auf den, der am lowsten vom Level ist und geben den unsere 500 Federn. Genau so machen wir es. Können wir hier noch, wir können irgendwas leveln. Ja, ich mache das einfach mal. Wir können ihn aber trotzdem noch nicht weiter füttern, okay. Ah, und jetzt gibt er jedem 2 Level oder was? Okay, das ist natürlich ziemlich nice. Egal, ich will jetzt eigentlich mal spielen, deshalb machen wir jetzt erstmal alles hier weg. Ist uns jetzt mal egal, dass wir hier noch einen Freespin haben und alles mögliche. Wir haben ja letztes Mal... Okay, das hier müssen wir jetzt, glaube ich, machen. In der zweiten Welt sind wir jetzt eigentlich. Aber, ja, ich muss hier jetzt irgendwie noch sowas machen. Keine Ahnung. Wir spielen das hier jetzt mal. Ich weiß nicht, ist das jetzt von der zweiten Welt? Ich bin gerade ein bisschen verunsichert. Ich sehe gerade noch nicht den Spot, wo ich am besten hinschießen soll. Ich schieße hier einfach mal rein. Mache hier in der Mitte relativ viel kaputt. Aber es war mit Sicherheit nicht die beste Variante. Okay. Wir können jetzt mal hier den hier runterrollen lassen. Ist jetzt mal ein Plan. Sieht so aus, als sollte man das machen. Da irgendwie so einen Vogel runterschießen. Aber jetzt haben wir immer noch die da hinten. Also bis jetzt war das auf jeden Fall nicht die beste Runde. Oh nein, bitte sag, die Fähigkeit bleibt aktiv, ja. Ah Mist, oh nein, ich dachte, ich könnte die Fähigkeit noch einsetzen, obwohl ich den Luftballon berührt habe, aber das kann man anscheinend nicht. Es läuft gar nicht gut. Ich weiß noch nicht mal, ob wir das Level schaffen, weil, Glück gehabt, okay. Wir hätten am besten direkt irgendwas nach da hinten schießen sollen, war keine gute Runde, egal. Wir sind ja auch jetzt schon im zweiten Part. Achso, und jetzt haben wir nur einen Vogel dafür. Ja, cool. Ja, wir machen das da oben kaputt und ja, verlieren jetzt. Ja, okay. Super. Oh, wir kriegen nochmal eine neue Karte. Danke, Spiel. Ah, und jetzt haben wir einen Stern wahrscheinlich verloren, ne? Sonst mache ich ja meistens die Tree Stars. Aber ab jetzt verlieren wir wahrscheinlich Sterne für jeden Vogel, den wir zusätzlich brauchen. Ist das halt schlechter, nehme ich an. Das musste auch irgendwann ja mal passieren, dass man so reinjuckt. Ah ne, das ist ja jetzt, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Das ist sowieso ein anderes Level oder so, oder eine andere Levelart. Da muss ich jetzt irgendwie 3 Level spielen, damit ich ein Level geschafft habe oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, wir machen das jetzt, versuchen das ganz schnell zu machen. Und also ich will jetzt eigentlich nur mal sicher gehen, dass ich überhaupt hier in der zweiten Welt zocke und nicht irgendwas anderes gerade mache. Das wäre dumm. Ich hoffe, das ist auch richtig von der zweiten Welt. Jetzt habe ich leider den einen Vogel nicht so gut getroffen, wie man den hätte treffen können. Und der Schuss war auch nicht so gut. Es läuft wieder nicht so, wie es laufen sollte. Die letzten Male war ich besser, würde ich sagen. Hier machen wir aber diesmal alles kaputt. Sehr gut. Und jetzt müssen wir noch hier das Level hier rocken. Okay, sind einige Schweine unterwegs. Ich würde sagen, wir versuchen mal hier so ein Ei reinzuwerfen. Okay, und das Ganze fällt nach vorne. Das war bestimmt nicht so, wie das Spiel das Ganze gewollt hat. Das hätte in die andere Richtung fallen sollen. Ja, genau in die Richtung fällt es jetzt. Nein, leider nicht. Okay, wir waren zu schwach. Wir leften einfach mal. Ja, okay, super. Wir können nicht erneut versuchen. Ah, jetzt haben wir sogar verloren. Okay, das war wirklich sowas Besonderes. Ist mir jetzt aber auch egal. Ich wollte eigentlich einen ganz normalen Modus mit durchzocken und habe jetzt auch versehen hier dieses Event oder was auch immer das ist gezockt. Bitte lasst mich in Ruhe. Ja, ich kann hier Belohnung abholen. Ich will aber sehr gerne einfach nur normal Level weiterzocken. Ich dachte gerade, das wäre die zweite Welt, die da angezeigt wird. War es anscheinend nicht. Wir müssen jetzt hier einfach auf Spielen drücken bei der ganz normalen. Also oben hätte ich drauf drücken müssen. Ich dachte, das wäre die zweite Welt. Keine Ahnung. Jetzt haben wir irgend so einen Modus gezockt, ist aber nicht schlimm. Dann zocken wir jetzt die zweite Welt ganz normal und können wieder versuchen, hier
das erste Level erstmal zu rocken. Wir könnten so ein bisschen aufs TNT gehen. Weiß nicht, ob das jetzt so wichtig ist. Okay, das war keine gute Sache, die wir da gemacht haben. Wir könnten jetzt entweder uns so voll reinbrettern lassen und versuchen, da alles wegzuhauen, oder wir gehen halt mit dem Dicken auf das TNT. Ach, kann man gar nicht so richtig. Ich würde sagen, wir brettern einfach mitten rein und gucken mal, ob der, ja, genau so hätte ich es am Anfang machen sollen. Der räumt alles ab. Ist gefühlt der beste Vogel, obwohl er keine Fähigkeit hat. Auf jeden Fall ziemlich strong. So, was machen wir jetzt? Versuchen wir irgendwie ans TNT zu kommen? Versuchen wir mal die ganzen Luftballons kaputt zu machen, auch wenn ich nicht weiß, was das bringen sollte? Ja, die ganzen Luftballons kaputt zu machen war anscheinend die richtige Variante. Sehr gut, dann haben wir dieses Level auch geschafft und hier wenigstens mit 3 Sternen. Nicht wie eben wahrscheinlich, wo ich nicht 3 Sterne bekommen hätte, wäre das eine richtige Runde gewesen. So, bei Level 18 ist irgendwie so ein Zielding und das Ziel erreichen wir jetzt noch. Oh, wir müssen einen neuen Vogel freischalten. Ganz ehrlich, ich kenne den Schwarzen, der ist ziemlich cool. Der ist halt so, hat halt eine Explosion, glaube ich, wenn man den schießt einfach. Der Gelbe kennen wir alle, der hat den Boost, aber ich kenne den hier nicht. Und deshalb hole ich mir den. Na los, üben wir. Okay, genau, jetzt ist ja erstmal ein Übungslevel und danach erst das richtige, also danach kann ich erst wieder richtige Level zocken. Passt eigentlich perfekt, weil ich muss wirklich mit dem üben. Ich habe den nämlich noch nie benutzt. Ah, cool, wir üben mit dem, aber haben ihn nicht mal auf der Hand. Super, das ergibt ja viel Sinn. Aber vielleicht ist das Ganze auch extra so, ich weiß es noch nicht ganz. Vielleicht sollen wir jetzt extra mit Vögeln, mit denen man das gar nicht schaffen kann, versuchen, es zu schaffen. Und dann kann man es erst schaffen, wenn man den richtigen hat, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich bis jetzt noch nichts kaputt gemacht, aber kann jetzt zumindest mit den Vögeln ein bisschen was versuchen. Und jetzt haben wir den richtigen frei. Wir hätten zwar natürlich auch mit der Eierlegerin was machen können. Ich weiß nicht, was seine Fähigkeit ist, aber wir werden es jetzt herausfinden. Okay, ja, er macht so einen übelsten Dash nach unten. Man soll also das Level eigentlich mit ihm schaffen, habe ich aber jetzt nicht. Und deshalb muss ich ein Ei werfen. Super Training, aber wir wissen jetzt zumindest, wie man ihn spielt. Und können jetzt noch, würde ich sagen, dieses Level hier zocken. Mal sehen, ein Ziellevel, keine Ahnung. Ist das jetzt ein Boss oder was? Kommt hier auf uns zu, ich habe keine Ahnung. Wir machen es trotzdem einfach mal. So, mit wem fangen wir an? Der Big Boy kann das hier easy machen, denke ich. Und dann lassen wir den das auch easy machen. Nicht, dass wir hier wieder 2 Vögel verwenden, obwohl wir nur einen gebraucht hätten. Und dann versuchen wir das nächste Level auch so easy wegzurocken. Haben natürlich jetzt den Big Boy nicht mehr, der super stark ist. Aber die Runde ist auch einfach so vorbei. Hä? Ich weiß nicht, was passiert ist. Ob ich das Level... Hä? Ich glaube, das war ein Bug, oder? Ich glaube, eigentlich muss man das Level noch richtig spielen und bei mir ist es jetzt einfach so komisch zu Ende gepackt. Ich würde sagen, dann machen wir noch ein Level. Nice, ich musste einfach gar nichts machen und habe trotzdem gewonnen. Geil, keine Ahnung. Nehmen wir einfach mit. Ich konnte nichts machen oder durfte nichts machen. Keine Ahnung, wie man es nimmt. Wir schießen einfach mitten rein mit dem Big Boy. Bekommen das TNT kaputt. Das Ganze fällt da ziemlich zusammen, müssen hoffen natürlich, dass die Kleinen da auch noch besiegt werden, aber das ist gut gelaufen. So, jetzt noch Last Round, beziehungsweise halt der letzte Abteil von hier. Ich muss sagen, den besten Vogel haben wir ja schon wieder verspielt. Ich versuche mal hier unten, ja, man kommt da nicht zum TNT durch mit dem Roten. Wenn ich die Fähigkeit einsetze, wäre auch nicht so super smart gewesen. Ich hätte auch nicht hier den hier nehmen sollen, bin ich euch ehrlich. Also bis jetzt mag ich den nicht so super gerne. Aber wir setzen jetzt einfach mal so ein. Ja, guck, das ist jetzt nicht das Stärkste. Muss man wirklich sagen, das ist nicht das Stärkste. Kann bestimmt in manchen Situationen sehr stark sein. Aber fürs Erste ist das jetzt nicht das Beste, was wir benutzen können. Hier hätte ich jetzt auch den Dicken auswählen sollen. Das wäre auf jeden Fall ein 100%iger Win gewesen. Ja, wir haben uns aber den 100%igen nicht geholt, aber machen jetzt noch die letzten beiden platt. Der ist einfach so stark, den muss man gefühlt immer setzen, weil er einfach der Beste ist. So, ich würde aber sagen, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Wir hatten einen lustigen Bug gerade und eine sehr überraschende Werbung, die uns attackiert hat. Einfach nur ekelhaft, egal. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Ciao, bis zum nächsten Mal. Don't you try to blame me for the nice guys. Don't you try to blame me.
time. Don't you try to play me for the nice guy.